Der Gewerbeverein Unser Zschopau e.V. lädt herzlichst zur mittlerweile 6. Auflage des Zschopauer Herbstfestes in der Innenstadt von Zschopau ein. Am Samstag, den 2. Oktober, gibt es ab 13 Uhr viel zu erleben. Der Neumarkt wird zur Freund- und Helferstraße. Dazu gibt es Bastelspaß, Kinderschminken und gleich 2 Hüpfburgen, sodass es auch garantiert nicht langweilig wird. In der Ludwig-Wolkert-Straße tummeln sich mehr als ein Dutzend regionaler Händler beim Handwerkermarkt und bieten vom Muschelschmuck bis zum Feuerwasser alles, was das Herz begehrt. Untermalt wird das Ganze von Live-Musik. Die Körnerstraße wird am Samstag zum Seniorengassel und lädt mit Speis, Trank und Musik sowie einem kleinen Trödelmarkt zum gemütlichen Verweilen ein. Das alles und noch viel mehr gibt's am 2. Oktober beim 6. Herbstfest in Zschopau. Marienbergs Stadtgeschichte ist heute ein Thema in der Sendung. Und dann steht eine große Baumfällaktion des Sachsenforstes an. Das sind unsere Schlagzeilen für heute. Und damit herzlich willkommen zu Ihrer täglichen Dosisinformation am Dienstag im Mittelerzgebirgsfernsehen. Hier ist Megional am 28. September 2021. Informationen aus unserer Region und für unsere Region haben wir mitgebracht. Guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der 500. Stadtgeburtstag Marienbergs wird dieses Jahr mit vielen Veranstaltungen begangen. Und solch ein runder Geburtstag eignet sich auch bestens, um sich mit der Geschichte des Geburtstagskindes mal genauer auseinanderzusetzen. Und da haben die Verantwortlichen in der Herbstzeit eine wunderbare Vortragsreihe zusammengestellt. Renommierte Dozenten referieren über interessante Aspekte aus 500 Jahren Stadtgeschichte Marienbergs. Am vergangenen Wochenende fand nun die erste Vortragsveranstaltung statt. Von Wittruf zu Rühleins Stadtplanung. Ein Symposium zu Marienbergs Idealstadtanlage der Renaissance. Frank Langer war für uns bei dem Symposium dabei. Am 25. September fand im Bergmagazin Marienberg ein Symposium zu Marienbergs Idealstadtanlage der Renaissance statt. Mit Vorträgen, unter anderem von Professor Dr. Dietrich Erben, wurden Idealstädte der Renaissance analysiert und ihre Entstehung betrachtet, sowie bei weiteren Gesprächen versucht, die Planung und Ideen dahinter zu rekonstruieren. Es geht um, mit diesen steigenden Wörtern gesagt, es geht um Wirklichkeitsaneignung, es geht um Stadtplanung und es geht um Ästhetik. Und das ist eine neuartige Fusion. Ja, also ich würde sagen, dass das so zusammenkommt, das ist eine Entwicklung seit dem frühen 15. Jahrhundert. Denken Sie jetzt da vielleicht nochmal an die Brücken zurück oder an den Kettenplan am Anfang. Also dass tatsächlich die Bewohnerschaft ist jetzt sozusagen nicht nur mehr die Nutzerschaft der Stadt, sondern die wird jetzt als Instanz, und zwar als wahrnehmende Instanz eigenen Recht sozusagen auch legitimiert. Und diese Fusion, würde ich sagen, das ist so ungefähr Wirklichkeit und Ideale der Renaissance. Herzog Heinrich konnte zu Beginn nicht ahnen, wohin die Reise gehen wird. Deshalb war seine Stadtgründung 1521 mehr als riskant. Aber die Planung und Umsetzung durch Ulrich Rühlein von Kalf stellte ja einen besonderen, vor allem neuen Weg des Städtebaus dar. Das wurde auch bei der Stadtführung durch Jörg Zander verdeutlicht. Und hier war es so, dass um 1519 im östlichen Teil der später zu gründenden Stadt der Schmied Clemens Schiffel den ersten beständigen Silbergang erschürft hat. Das war unten im Bereich des ersten Bahnübergangs, der Hüttengrund unten. Und Schiffel muss auch damals dort gelebt haben, schön, weil es hieß, er hat den Schurf zu seinem Hause geworfen. In der Zeit, als Marienberg gegründet wurde später dann, war hier eigentlich ein riesiges Waldgebiet, der sogenannte Dunkle Wald. Da war wahrscheinlich so groß, dass ein Eichhörnchen von Freiberg bis Prag auf Baumwipfeln langlaufen könnte. Kunstlehrer des Marienberger Gymnasiums Steffen Birner gehörte ebenso zu den Vortragenden bei diesem Symposium. Ich sehe es
für die Stadt Marienberg im Grunde genommen existenziell. Die Stadt Marienberg als ästhetisches Ensemble der Renaissance ist aus dem Kanon der Kunstgeschichte nicht wegzudenken. Und ich glaube, es ist manchmal etwas unterrepräsentiert. Was müsste man tun, damit es mehr wird? Also zum Beispiel sollte man den Vortrag heute unbedingt besucht haben. Bei diesem ist herausgestellt worden, welche kunstgeschichtliche Bedeutung die Stadt im Freistaat Sachsen, aber natürlich auch in Europa hat. Und wer genau hinschaut, wird Beziehungen bis zum Petersdom in Rom beziehungsweise bis zum Schloss Chambord in Frankreich finden. Kann man das heutzutage auch noch den Schülern vermitteln? Ich versuche es 40 Jahre lang an dieser Stelle zu tun. Und ich hatte jüngst eine Stunde in der 11. Klasse, bei denen es mir vielleicht gelungen ist, meine Gedanken den Schülern so nahe zu bringen, dass sie begriffen haben, welche Besonderheit Marienberg darstellt. Also es hat Zukunft, es geht in die Zukunft, wenn man in die Vergangenheit blickt. Die Vergangenheit darf man nicht weglassen. Und gerade in Marienberg ist es wichtig, die Vergangenheit zu betrachten, denn sie offenbart eine solche Einzigartigkeit, die eben Marienberg als, ich sage es jetzt mal etwas provokant, absolut populär macht. Marienbergs Idealstadtanlage war am 25. September Thema bei einem Symposium. Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland lagen im zweiten Quartal 2021 um 7,2% höher als im zweiten Quartal des Vorjahres. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, sind die Preise gegenüber dem ersten Quartal 2021 um 3,3% gestiegen. Den stärksten Anstieg verzeichnet der Bereich Verkehr und Lagerei mit einer Steigerung von 17%. Einen moderaten Anstieg gab es im Bereich Information und Kommunikation mit plus 1,6%. Der Wirtschaftsabschnitt freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen stieg um 2,3%. An der Bundesstraße 174 findet in unserer Region im kommenden Monat eine große Baumfällaktion des Sachsenforstes statt. Verkehrseinschränkungen sind die Folge. Danny Obst mit weiteren Details. Zwischen dem 4. und 15. Oktober 2021 werden im Auftrag des Staatsbetriebes Sachsenforst, Forstbezirk Marienberg in den Waldbeständen am Hohendorfer Berg entlang der B174 zwischen Tschobau und Hohendorf Bäume gefällt, die aufgrund von Schäden durch Borkenkäfer und anderen Ursachen ein Sicherheitsrisiko für die Bundesstraße und den darauf fließenden Verkehr darstellen können. Der Freistaat Sachsen erfüllt damit seine Verkehrssicherungspflicht als Waldeigentümer. Die Bundesstraße wird dazu im genannten Zeitraum für jeglichen Verkehr voll gesperrt. Der Verkehr wird richtungsbezogen weiträumig umgeleitet in Richtung Marienberg, Kommedau, über Willischtal, Scharfenstein, Hopfgarten, B101, Heinzebank, in Richtung Chemnitz, über Börnichen, Waldkirchen und Gewerbegebiet Tschobau. Aus dem gleichen Grund kommt es auch zur zeitweiligen Sperrung des Hohendorfer Mühlweges während der aktiven Fällvorgänge. Und schon sind wir in unserem Serviceblock angekommen, liebe Zuschauer. Das Regionalwetter wartet gleich auf Sie. Bilder des Tages haben wir auch vorbereitet. Doch zuvor schaut Danny Obst in die Polizeiakten. Motorradfahrerin schwer verletzt am 26.09.2021, 16.45 Uhr in Eppendorf. Am Sonntagnachmittag befuhr eine 18-Jährige mit ihrer Yamaha die Talstraße aus Richtung Eppendorf, kommend in Richtung Hammerleubsdorf. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam die Leichtkraftradfahrerin zu Sturz und verletzte sich dabei schwer. An der Yamaha sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.200 Euro. Die Ernte ist auf den Feldern weitestgehend abgeschlossen. Jede Menge Mais ist noch zu sehen. Doch er braucht noch etwas Reifezeit. Früher fand in diesen Tagen auf den Bauernhöfen das Erntefest statt. Mittlerweile haben sich diese Feste im ländlichen Raum zu kleinen oder großen Volksfesten entwickelt. Das Erntedankfest ist ursprünglich ein christliches Fest, das auf Vorläufer im Römischen Reich, im antiken Griechenland oder auch in Israel zurückgeht. Wie der Name schon sagt, feiern wir es aus Dankbarkeit für die Gaben der Natur zur Zeit der Ernte.
Deshalb begehen auch die Kirchen festlich ausgestaltete Erntedankgottesdienste. Dazu werden die Gotteshäuser wunderbar mit vielen Erntegaben geschmückt, wie zum Beispiel in Lauterbach. Heute können wir wieder einen herbstlichen Tag in der Statistik verbuchen. Und von Tag zu Tag nimmt die Anzahl der bunten Blätter an den Bäumen zu. Es wird immer herbstlicher. Und beim Wetter heute dominierte die Farbe Grau in Verbindung mit teils dichtem Nebel. Apropos Nebel, mit dem gehen wir auch vielerorts im Sendegebiet in die erste Nachthälfte. In der zweiten Nachthälfte ist es dann bedeckt mit einem leichten Niederschlagsrisiko. Die Nachttemperaturen rutschen dank des bedeckten Himmels nicht ganz so tief. Im Rittergut Olbernhau, da liegen diese zwischen 13 und 12 Grad. In Marienberg auf dem Markt lesen wir Werte zwischen 13 und 11 Grad an den Thermometern ab. Und in Zschopau auf dem Neumarkt, da sinken die Werte ebenfalls auf 13 bis 11 Grad. Der Wind weht leicht zwischen 3 und 9 Kilometer pro Stunde aus Südosten. Der Mittwoch startet mit einem bedeckten Himmel. In den Vormittags- und Mittagsstunden kommt dann Regen dazu. Erst am späten Nachmittag soll sich der Regen verziehen und die Wolkendecke auflockern, sodass man vielleicht doch noch den ein oder anderen Sonnenstrahl erhaschen kann. Wolkig geht es dann auch in den Abend und in die Nacht zum Donnerstag. Werfen wir einen Blick auf die Tagestemperaturen. In Deutschneudorf an der Kirche, da liegen diese zwischen 13 und 15 Grad. In Pobershau am Molchner Stollen lesen wir Höchstwerte zwischen 12 und 14 Grad ab. Und in Amtsberg an der Crossstrecke, da zeigen die Thermometer zwischen 14 und 16 Grad an. Der Wind weht mäßig bis stark mit Geschwindigkeiten zwischen 10 und 20 Kilometer pro Stunde aus Westen.
Dazwischen verspüren wir auch die ein oder andere Windböe bis an die 45 Kilometer pro Stunde. Stellt sich nun die Frage, setzt sich der Herbsttrend fort oder ist nochmal Wetterbesserung in Sicht? Hier ist der Ausblick für den Donnerstag und den Freitag. Am Donnerstag ist viel los in der Wetterküche. Anfangs ein bedeckter Himmel mit Regenschauern dazwischen. Im weiteren Tagesverlauf dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 13 und 16 Grad. Der Wind dreht auf West, weht mäßig bis stark zwischen 12 und 18 Kilometer pro Stunde, in Böen bis 50 Kilometer pro Stunde. Der Freitag ist im heutigen Wetterbericht eindeutig der beste Tag. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Es soll trocken bleiben. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 7 Grad in den Morgenstunden und 16 Grad maximal. Es bleibt bei einem mäßigen bis starken Wind zwischen 9 und 20 Kilometer pro Stunde aus Richtung Südosten mit vereinzelten Böen bis an die 45 Kilometer pro Stunde. Und der Trend für die weiteren Tage sieht ähnlich aus. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Morgen werfen wir dann einen ersten vorsichtigen Blick auf das kommende Wochenende. Für heute soll es das erstmal aus unserem Lokalwetterstudio gewesen sein. Tja, liebe Zuschauer, so schnell geht's. Wir sind schon am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Das war der Dienstag bei Megional. Haben Sie heute nicht rechtzeitig einschalten können, dann ist das kein Problem. Werfen Sie einfach einen Blick in unsere Mediathek im Internet unter den Internetadressen www.mef-line.de oder auch auf www.glückauf.tv. Dort finden Sie unsere Beiträge und Sendungen rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und später dann eine angenehme Nacht. Machen Sie es gut und bis morgen. Der Gewerbeverein Unser Zschopau e.V. lädt herzlichst zur mittlerweile sechsten Auflage des Zschopauer Herbstfestes in der Innenstadt von Zschopau ein. Am Samstag, den 2. Oktober, gibt es ab 13 Uhr viel zu erleben. Der Neumarkt wird zur Freund- und Helferstraße. Dazu gibt es Bastelspaß, Kinderschminken und gleich zwei Hüpfburgen, sodass es auch garantiert nicht langweilig wird. In der Ludwig-Wolkert-Straße tummeln sich mehr als ein Dutzend regionaler Händler beim Handwerkermarkt und bieten vom Muschelschmuck bis zum Feuerwasser alles, was das Herz begehrt. Untermalt wird das Ganze von Live-Musik. Die Körnerstraße wird am Samstag zum Seniorengasse und lädt mit Speis, Trank und Musik sowie einem kleinen Trödelmarkt zum gemütlichen Verweilen ein. Das alles und noch viel mehr gibt's am 2. Oktober beim 6. Herbstfest in Zschopau.